Okay, wir machen alles. Okay. Nach der Familie der Kopfgeldjägerin fragen. Ja, dann rekrutieren. Mit deren Augen. Auf jeden Fall. Ausrüstung zeigen. Jetzt kommt's. Okay, jetzt wird's wirklich hart. Ja, sie kann die ganzen gleichzeitig eh nicht gebrauchen. Sie hat noch die Waffe. Na, ich lasse ihr die Old Blue. Fürs Erste. Das nehme ich mit, das war super. Alter. So. Bisschen Leben schadet auch nicht. Und auf jeden Fall eins davon. Gebe ich ihr zack, zack. Die Kupferdinge. Bombe kann ich auch erstmal behalten. Zack, zack. Zack, zack. Das Doofe ist, das beste Zeug habe ich den anderen gegeben. Okay, eins davon. Paar davon, paar davon. Ja, das kann ich ihr dann auch noch geben. Das mit der Schrotflinte brauche ich nicht. Das kann ich auch abgeben. Den Schutz sollte sie fürs Erste behalten. Weil ich will nicht, dass sie stirbt. Nicht, dass die dann für immer weg ist. Und die Waffe wäre auch sehr gut. Der Dietriche. Alle, die du hast. Ja, die Bombe ist eine Überlegung wert. Zu tauschen. Aber der hier noch das weg. Ja, okay, das passt. Und zum Verkaufen, ja, die ganzen Waffen natürlich. Ich könnte die Munition rauskriegen. Zumindest bei den Revolvern. Davon hätte ich nämlich definitiv mehr kaufen müssen. Zack. Nein, nein, warte. Zack. Ich will keinen schlechten Ruf. Und das schneller bewegen gebe ich auch ihm.
Was kann ich noch? Ja, die Kupferdinge auf jeden Fall. Sechs von 20. Dann wäre es sinnvoll, erstmal ihm das zu geben, dass er das aufbraucht, damit es weg ist. Und ja. Also das passt soweit. Okay. Verpiss dich, Speckwarte. Oh, ist das mies. Das ist richtig mies. Okay, schneller bewegen. Die Weste werde ich wahrscheinlich schon eine finden, eine recht gute. Hier noch eine Hackball. Ja, die ist jetzt im Team. Dann kann er auch auftauchen. Es gibt riesen Kopfgeld. Bisher getötete Menschen 190. Ah, insgesamt. Okay. Ich habe eine Karte. Ja, das wäre mit den Fallenbogen so gut. Ja, das ist mit der Schrotflinte, wenn ich das Maximum habe, auch wahrscheinlich nicht schlecht. Also hier das hier. Ja, es wäre auch nicht schlecht. Aber ich denke, ich gehe erstmal darauf, damit die nicht stirbt. Ja, wir heben das erstmal alles auf. Das ist doch mein Pferd, oder? Nein. Jetzt habe ich zumindest eine sehr starke Mitreiterin. So. Gehen wir nochmal hier hin. Ist dann auch fast sofort erledigt. Verfolgt von Schweinemenschen. Ja, aber auch nur, weil ich wissen will, wie stark ich jetzt bin. Dich verteidigen. Okay, warte. Okay. Zack. Zack. Okay. Und Level 3. Ja, hat sich eigentlich fast schon gelohnt. Aber warum nur langsam? Ich hätte gern was Schnelleres. Okay, ein bisschen Heilung. Ja, diese Tränke für die AP ist mega. Ich dachte immer, die heilen nur einen Balken, aber anscheinend richtig voll. Warte, wie viel Geld habe ich eigentlich? Oha. Und alle vorigen Schlüssel auch. Okay, da ist unser Pferd. Wir sind stark genug.
Und wenn was wäre, können wir uns immer noch heilen. Ein paar Heilungen haben wir ja. Jetzt ist die Frage. Ich könnte die auch erstmal so töten. Patsch. So können in aller Ruhe schon mal alle töten. Das war easy. Wie gesagt, das einzige, wenn ich was zu bemerken hätte, ist, dass ich so wenig AP habe. Ich würde es gerne erhöhen. Helen wird Farmerin. Ah. Ja, die ist nicht glücklich gestorben. Ein bisschen Steak. Arme, arme Farmerin. Und Farmer. Jetzt kann ich zu denen und wieder runter. Dann habe ich meinen Ruf auch gleich ein bisschen verbessert. Geisterhalle. Tag 40 so ganz nebenbei. Also er zählt die Tage auch zusammen. Über die Belohnung habe ich mich jetzt weniger gefreut. Ich wollte eigentlich meinen Ruf Oh, doch, hat's geklappt. Okay. Haben wir schon zumindest was Gutes getan. Eine gute Tat am Tag, wie man so schön sagt. Okay, tut sie jetzt für uns ein gutes Wort einlegen? Ich hoffe doch. Okay, erstmal Steckbriefe. Oha, 200. Nehmen wir definitiv an. Zack.
Beides nur 6 Tage. Da muss ich mich beeilen. Ey, die sind alle so fies. Hab doch nichts getan. Zack. Ich komme in Frieden. Ich bin ein armes Schweinchen. Was verflucht worden ist. Ah, da wollte ich eigentlich helfen. Schade. Okay, hier ist eine Apotheke. Ja, widerwärtig, aber ja, hier. Es gibt aber keinen Gewürzmachenhändler. Schade. Nee, nee, ich danke dir. Mich frei bewegen zu können, hilft mir wahrscheinlich ungemein. You feel a sense of peace before the spirits. Hier kommen Bücher. Bücher lese ich gerne. Weiß nicht, ob mir das bringt, aber ich lese gerne. Munition. Hätte ja sein können, dass hier irgendwo so ein Ast drin ist. Doch, ein Gewürzmannhändler. Puh, ich dachte schon. Hier töten wir schnell unseren guten alten Freund. Nicht nur Geld, ich verkaufe dir auch gern was. Nein, das, was ich gesucht habe, war ein Waffenladen. Ja, jetzt. Das gab's hier nicht. Okay. Achso, Lian und Söhne. Hätte ich nicht nach den suchen müssen sogar. Da hinten ist er. Okay, okay. Wir suchen erstmal nach den. Jens und Sohn, hier, Javelier. Gleich am Anfang. Was? Und all dem Schweinefleisch doch eine Seele. Boah, ist das mies. Oha. Ein Bordell.
Leibliche Genüsse. Jeweler says Cecilia bought the locket for her lover. That lover must have been you. Cecilia works at Quigley's Lantern Room. A pleasure parlor. Hope they ain't afraid of talking snouts. Ey, das Tempelstelle untersuchen. Strange script. Unrecognizable words. Ancient runes. Looks like this one will take some work to decipher. Maybe an Onirist would know what it says. Strange script. Unrecognizable words. Okay, ich brauche eine Träumerin. Ancient runes. Looks like this one will take some work to decipher. Maybe an Onirist would know what it says. Okay. Ich kann hier hin und dann wieder nach oben. Oder voll, das ist glaube ich der leichtere von beiden. Ich kann ja zack, zack gehen. Wenn man bedenkt, dass ich so sogar... Was? Eine Hexe an der Kreuzung. Okay. Sieht das mit der Kiste? Ja, sieht so aus. Definitiv Spaß. Ah, kann ich nicht. Tipp des Tages, oh. Ein neuer Stil. Natürlich kann ich einer Hexe helfen. Super. Überwältigend. Schweinemensch. Oha. Hundeblick vom Schweinemensch, okay. Oha. Ey. Ich finde die wirklich fies. Ja, okay, gehen wir weiter. Mehr gibt's ja anscheinend nicht. Murphy. Okay. Das wird jetzt richtig interessant. Da ich den Boss der Bosse jetzt besiegen muss. Okay. Zack. 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 Perfekt.
Ich. Ein runder Schlüssel, okay. Finde ich hier irgendwas? Sieht nicht so aus. Wäre aber cool gewesen. Okay, da ist unser Ziel. Unser Shelby. Okay, die Waffe hebe ich mir für Shelby auf.